Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Bankurei und hier haben wir aufgehört in der letzten Folge. Allerdings hatte König Emmerich noch was zu sagen. Wir haben den Kaiserlichen einen gesunden Tritt in den Hintern verpasst, nicht wahr? Ich wette, sie hören nicht auf zu rennen, bis sie hinter den Mauern von Harlins Wehr sind. Wir müssen sie natürlich verfolgen. Warum müssen wir ihnen nachsetzen? Zum einen habe ich Septima immer noch nicht zu Gesicht bekommen. Ich muss doch herausfinden, wie sehr der Zahn der Zeit an dem alten Mädchen genagt hat. Zum anderen muss auch noch das südliche Bankorei befreit werden. Es liegt im Territorium des Bündnisses, wisst ihr? Wie schlagt ihr vor, dass wir das südliche Bankurei befreien? Ein Sandkorn nach dem anderen, meine Freundin. Es stimmt, dass wir nicht genug Truppen haben, um einfach durch die Wüste zu marschieren. Aber eine einzelne Person könnte Harlins Wehr sehr wohl erkunden und nachschauen, ob Septima dort ist. Wenn ich doch nur eine treue und fähige Freundin um mich wüsste. Na schön, ich kann nach Harlins Wehr gehen. Selbstverständlich. Ihr könnt zu Harlins Wehr gehen. Fabelhafte Idee. Ja, meine Freundin. Die Kaiserlichen lassen sich am besten aus dem südlichen Bankorei vertreiben, wenn man den Magus-General findet und eliminiert. Wenn ihr Septima finden könnt, haben wir schon halb gewonnen. Was für ein Ort ist Talinswehr? Es ist eine prunkvolle Stadt mitten im Nirgendwo. Nur die Götter wissen, warum die Rotwardonen sie überhaupt gebaut haben. Aber sie hat über die Jahrhunderte mehrfach den Besitzer gewechselt. Dieses Thema sollte man jedoch lieber nicht anschneiden, wenn Faharajat und Arcela im gleichen Raum sind. Falls wir die Stadt zurückerobern, wer wird sie dann bekommen? Königin Arcela natürlich. Sie gehört zur Bankorei. Wenn ich es mir recht überlege, weiß ich nicht einmal, warum Faharajat sie so dringend will. Hat er nicht schon genug Wüstenstädte? Um Maras Willen. Man sollte eigentlich meinen, er würde sich um mehr Einfluss auf feuchtere Gebiete bemühen. Könnt ihr mir mehr über Septima Tan erzählen? Ach, die süße Septima. Ich habe es vielleicht schon erwähnt. Ich bin ihr begegnet, als ich gerade zum Mann geworden war und gemeinsam mit meinem Vater nach Cyrodiil reiste. Ich schwärmte sehr für sie, aber sie hatte für meine Avancen nur grausamen Spott übrig. Warum hat sie eure Avancen zurückgewiesen? Mein Vater war nur ein Handelsfürst aus Kambaland, der gekommen war, um den Ring des Kaisers zu küssen. Ich habe es damals nicht begriffen, aber ich war kaum eine geeignete Partie für eine Tarn. Schon zu jener Zeit hätte Abnur Tarn es nie zugelassen, dass jemand wie ich um seine Nichte wirbt. Wie ist die Strategie der Kaiserlichen? Ich glaube, sie hatten es darauf abgesehen, ganz Bankorei zu erobern, aber wir haben ihnen gezeigt, dass das nicht passieren wird. Septima plant sicher schon ihre Rache, aber wer weiß, ihre ganze Familie ist vor lauter Macht und Nekromantie derart verdorben, dass ihre Motive kaum noch Sinn ergeben. Okay, das heißt, dass wir jetzt als nächstes hier unten zu Harlins Wehr reisen müssen. Und das heißt für mich, dass wir uns gleich dort wiedersehen. Auch wenn Emmerich sich jetzt hier gerade so schön ins Bild reinwirft. Bis gleich. Da wären wir und es sieht hier gar nicht gut aus. Sieht mir sehr nach einem Angriff aus. Sieh an, ein Neuankömmling. Wir liegen herum wie geschlagene Hunde. Ufa trödelt, wartet auf Hilfe. Kann er nicht sehen, dass keine kommt? Hilfe wobei? Die Kaiserlichen halten unsere Stadt. Wir waren schon geschlagen, bevor wir auch nur unsere Schwerter zücken konnten. Meine Leute munkeln, es gäbe einen Verräter. Fürs Erste warten wir ab, bis das Bündnis Hilfe schickt und die Kaiserlichen müde werden. Aber ihr scheint mir keine von der Sorte zu sein, die gerne wartet. Und wenn dem so wäre? Ich warne die meisten davor, Harlins Wehr zu betreten. Ihr hingegen könntet unserer Widerstandsbewegung helfen. Findet den Alchemieladen in der Stadt. Dort werdet ihr Gleichgesinnte antreffen. Die Kaiserlichen werden euch nicht ungestört passieren lassen. Aber jeder Tropfen Blut von ihnen, der vergossen wird, ist ein Segen für den Sand. Ich schaue es mir an. So, aber hier rechts irgendwo. Da hinten, ne?
Da müssen wir noch rein und ich weiß nicht mal, was wir jetzt machen mussten. Septina Tans Arbeitszimmer. Bezüglich der Halle, ich kann nichts lesen, mach das weg. Ja, haben sie gefunden, die legendäre Halle der Helden. Es hat Wochen gedauert, aber meine Kundschafter melden, dass sie in den Bergen südöstlich von Hallins Wehr einen uralten Tempel gefunden haben, der beinahe vollständig verschüttet ist. Wenn darin zu finden ist, was die alten Mystiker darin vermuten, dann ist es der perfekte Ort, um die Plage zu beseitigen, die unsere Bemühungen gegen das Dolchsturzbündnis behindert. Ich spreche am Morgen mit einem Kontingent Legionäre und Gelehrte und allen archäologischen Werkzeugen auf, die wir in dieser gottverlassenen Stadt finden können. Ruhm sei den Herrn Molag Bal. Magnus General Septina Tan. Ja, den Rest können wir jetzt nicht mehr. Das könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Das war da ja eben auch mit drin. Aber jetzt zeigt das nicht mehr an. So, jetzt müssen wir den Alchemieladen noch finden. Der ist irgendwo auf der gegenüberliegenden Seite. Och ja, geht mir nicht auf den Senkel, Leute, ganz ehrlich. Bin hier gerade was am Suchen. Hier. Ja, natürlich, man kann nichts machen hier. Haut dir jetzt endlich mal ab. Du auch, ja. Wo kommt der denn jetzt wieder her? Ein neues Gesicht. Was wollt ihr? Reden. Und nicht kämpfen. Wir sehen in letzter Zeit nicht viele Reisende. Was hat euch hierher geführt? Eimer schickt mich. Dann werdet ihr mit Ufa sprechen wollen. Nur schade, dass niemand weiß, wo er ist. Und selbst wenn wir es wüssten, würde er wahrscheinlich nicht mit euch reden. Schließlich seid ihr hier fremd. Yara hingegen würde vielleicht schon mit euch sprechen. Sie ist oben auf dem Balkon. Dann werde ich mit ihr sprechen. Und glaubt ja nicht, dass ihr hier irgendwelche Dummheiten anstellen könnt. Ich bin nicht nur wegen meines guten Aussehens hier. Und Yara kann auch allein bestens auf sich Acht geben. Sie kann ich nicht beurteilen, aber ersteres glaube ich ihm aufs Wort. Da. Da. Ich glaube nicht, dass wir schon einmal das Vergnügen hatten. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt dazu irgendein Anlass besteht. Ich habe gehört, ihr wärt Teil des Widerstands. Und ich habe gehört, die Kaiserlichen hätten überall Spione. Warum sollte ich zugeben, jemand zu sein, den sie töten wollen? Ungeachtet dessen fällt mir eine Sache ein, die kaiserliche Spione nie tun würden. Ihre Feinde bewaffnen. Womit? Dort gegenüber liegt ein bewachtes Lagerhaus. Wenn jemand Waffen von dort stehlen würde, würde das die 7. Legion empfindlich treffen. Und ich habe gehört, der Stallbursche würde Leute kennen, die diese Waffen gut gebrauchen könnten. Jemandem, die so etwas tun würde, der könnte ich vertrauen. Okay, ich sehe nur nicht, wo ich hin soll. Dann gehen wir erstmal hier rüber, also runter. Das finde ich immer so ein bisschen blöd, warum das nicht von oben einfach angezeigt wird, weil wir können ja theoretisch auch da runterspringen. Ja, das war jetzt nicht allzu weit weg. Wir klauen jetzt einfach mal die Sachen, ohne dass der Kerl das merkt. So, aber ich glaube, jetzt muss ich ihn doch gerade machen. Ne? Ne? So. Nein? Da? So, der Stallbursche könnte die Sachen gebrauchen. Wo ist denn der Stallbursche? Ach, der ist direkt hier. Moment. Teleportierende Kaiserliche. Auch nicht schlecht. Ach, das sind... Nee. Hä? Das sind auch nochmal Vorräte. Wo ist denn... Achso, auf der anderen Seite. Ich muss nichts erklären, dass ich nie gesagt habe. Wenn die Tiere nicht würdig sind, sage ich niemals die Wahrheit. Hallöchen. Was wollt ihr? Könnt ihr nicht sehen, dass ich bei der Arbeit bin?
Oder belästigt ihr mich, weil ich nicht vor den Kaiserlichen den Boden küsse? Schon wieder diese Stimme. Ich habe etwas für euch. Sag mal, wir sind uns hier am Unterhalten, du blöde Kuh. Geht es noch? So, ich habe immer noch was für euch. Warum sollte ich diese Waffen haben wollen? Ich bin weder ein Freund des Widerstandes noch der Kaiserlichen. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Yara hat mir aufgetragen, sie euch zu bringen. Ist das so? Dann werde ich sie für euch fertig machen. Hier. Niemand wird euch verdächtigen, wenn ihr Säcke dabei habt, die nach Stall riechen. Die diese brauchen, warten auf dem Marktplatz und in seiner Nähe. Falls man euch schnappt, dann haben wir beide nie miteinander gesprochen. Nach wem suche ich? Ich nenne keine Namen, aber sucht die Armen in der Nähe des Marktplatzes auf. Fragt sie, ob sie eine Katze mit rotem Fell gesehen haben, und dort werdet ihr eure Antwort finden. Eine Katze mit rotem Fell, okay. Na gut. Oh. Nee, hä? Da. Hallöchen. Was wollt ihr von mir? Ich habe nichts mehr. Nichts. Kein Heim, keine Familie, keine Zukunft. Habt ihr eine Katze mit rotem Fell gesehen? Rotes Fell, sagt ihr? Ja, sie rannte bei Sonnenuntergang über die Dächer. Ein Jäger und Beschützer, der in seinem Zuhause schon lange vermisst wird. Bringt ihr mir Kunde von unserem verlorenen Freund? Oder bringt ihr mir etwas an seiner Stadt? Ich bringe euch dies hier. Ich werde es mit meinem Leben beschützen, obwohl ich wünschte, unser gemeinsamer Freund würde heimkehren. Dies hier wird sich in der Zeit seiner Abwesenheit als sehr nützlich erweisen. Ihr habt viel riskiert, um uns zu helfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Diese alten Augen sehen euch. Kommt schon, kommt. Ich dachte, ich soll auf die andere Seite. Hallo, wohin rennst du? Soll ich jetzt mit dir reden oder nicht? Oder ist der eigentlich das Ziel, was ich auf der anderen Seite treffen sollte? Okay. Ihr habt mich nicht gesehen, oder? Keiner sieht die Armen, die Kranken, die Unterdrückten. Ihr helft den Bewohnern von Halins Wehr, aber wozu? Ihr setzt euch selbst der Gefahr aus, aber warum? Ich habe meine Gründe. Wer seid ihr? Ein Mittelloser, mehr nicht. Ich habe nichts außer meinen Augen und Ohren. Und ich merke, dass Yara euch vertrauen will. Doch das kann sie nicht. Noch nicht. Sie wird nach Anzeichen für irgendeinen Verrat suchen und keine finden. Doch selbst das wird noch nicht reichen. Warum vertraut sie mir nicht? Das ist unwichtig. Aber ich kann euch erklären, wie ihr sie dazu bringt. Sie wartet an der Taverne, weil sie euch beschattet hat. Geht zu ihr, ergreift ihre Hände und sagt ihr, dass die rote Natter noch lebt. Okay. Ich dachte, es geht um eine rote Katze. Jetzt ist es eine rote Natter. Na gut. Hier steht mir im Weg. Ihr müsst mal eben... müsst mal eben sterben. Hallöchen. Ach, mit euch hatte ich nicht gerechnet. Wie habt ihr... Ach, egal. Was für Neuigkeiten bringt ihr? Ich habe alle Waffen abgeliefert, die ich finden konnte. Einer unserer Verbündeten kam mit einem Päckchen aus den Stallungen hier vorbei. Gut zu wissen, dass er es von euch hat. Wohlan denn. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn wir jetzt getrennter Wege gehen. Obwohl eure Hilfe beträchtlich war, kann ich dieses Risiko nicht noch einmal eingehen. Eine Sache noch. Ich soll euch sagen, dass die rote Natter lebt. Was? Wie könnt ihr das wissen? Dann haben wir tatsächlich Rückenwind. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Verzeiht mir bitte. Seit die 7. Legion unsere Stadt erobert hat, haben wir einfach nur abgewartet. Jetzt ist die Zeit für Taten gekommen. Wenn ihr mir meine anfängliche Unhöflichkeit verzeihen würdet, ich könnte eure Hilfe brauchen. Ich bin nach wie vor bereit, euch zu helfen. Lasst mich unser Wissen mit euch teilen. Die 7. Legion nahm die Stadt im Schutz der Nacht ein. Manche sagen, ein Verräter habe der Armee die Tore geöffnet. Das ist die einzige Erklärung. Aber wir wissen nicht, wer dieser Verräter ist. Wir haben allerdings eine heiße Spur. Was ist das? Nicht was, sondern wen.
Ich habe ein Treffen mit jemandem vereinbart, der vielleicht die Identität des Verräters kennt. Ich möchte, dass ihr mit ihr sprecht. Meine Kontaktperson ist in der Taverne, so wie ich es von ihr erbeten hatte. Sie wird ein Buch lesen. Findet heraus, was sie weiß. Aber seid vorsichtig. Ich werde mit ihr sprechen. Sobald ihr euch zu eurem Treffen mit ihr aufmacht, gehe ich zurück zum Alchemieladen auf der anderen Seite der Stadt. Dort, wo wir uns das erste Mal getroffen haben? Ja, dort werde ich auf euch warten. Vielleicht ist Ufa schon selbst dorthin gegangen. Haltet immer die Augen nach Fallen offen. Mach ich. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Das ist nämlich jetzt hier wieder nicht angezeigt. Achso, das ist direkt hier um die Ecke. Sag mir das doch einer und ich wollte jetzt hier lange suchen. Hallöchen. Hat Yara euch geschickt? Sie meinte, dass ich sie hier treffen soll. Ich bin eine Freundin. Ich hörte, ihr hättet ein paar Informationen. Es ist eher ein Gefühl. Nennt es meinetwegen Intuition. Es wäre wohl besser, wenn ihr es mit eigenen Augen seht. Würdet ihr mich in mein Haus begleiten? Es ist am klügsten, wenn wir unser Gespräch in einem privateren Umfeld fortsetzen. In Ordnung, geht voran. Die Kaiserlichen dürften inzwischen euer Gesicht kennen. Ihr könnt euch fürs Erste als einer von ihnen verkleiden. Sie wagen es nicht, die Hand gegen mich zu erheben. Also brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Wenn ihr bereit seid, dann würde ich jetzt gehen wollen. Folgt mir, aber verhaltet euch unauffällig. Ja, wie soll ich mich denn verkleiden? Ja, Horsny ist also wieder ganz der Alte. Keines zweiten Dank Blickes euch. Hier was? Ist was. Aber die Wachposten werden euch ganz bestimmt aufhalten, wenn sie können. Ach so, sie hat mir die schon gegeben. Ah, okay. Ja dann. Königlich peinlich. Dürft ihr gerne durchlesen. Mache ich jetzt nicht, weil dauert jetzt so lange und wir wollen ja auch weitermachen mit der Story. So, sie ist schon raus? Glaube ich. Ach, sie ist da, okay. Bleibt er da stehen oder kann ich da... Dann bleibt die da so stehen. Das ist ein Fackelträger. Was ist mit dem? Weil genau da müssen wir durch, oder? Habt ihr was gehört? Habt ihr was gehört? Geht der jetzt auch mal? Weil sonst komme ich da nämlich nicht rein. Wir sind hier nicht im Palier. Ich kann jetzt hier nicht irgendwo hochklettern oder so. Hallo? Fackelträger? Boah, ist das verbuggt oder ist das jetzt ernsthaft so gewollt? Komme ich hier anders rein? Oder läuft einer? Ah, okay, ich komme anders rein. Na dann. Ich kann hier was mitnehmen. Da ist sie. Vielen Dank für eure Verschwiegenheit. Ich bin ziemlich besorgt darüber, was in Halins Wehr vor sich geht. Aber es ist keine gute Idee, das offen zuzugeben. Wisst ihr, es geht um meinen Mann. Was stimmt nicht mit eurem Mann? Ihr missversteht mich. Mein Mann ist Hauptmann der Kirat Nimre von der Stadtwache. Ich glaube, er hat uns verraten. Ich könnte es nicht ertragen, ihn selbst zu fragen. Ich will nicht den Schmerz und die Schmach in seinen Augen sehen, die mich dann erwarten würden. Aber er hält irgendetwas vor mir geheim. Und ich befürchte das Schlimmste. Wie kommt ihr darauf? Kurz nach der Ankunft der Kaiserlichen verschwand unsere Tochter. Und mein Mann spricht mit den Kaiserlichen und trägt für sie versiegelte Botschaften von hier nach dort. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Durchsucht sein Büro. Es ist oben. Schaut, was ihr herausfinden könnt. Ich kann mich nicht dazu überwinden, selbst zu gehen. Nun gut. Da ist die Treppe. Das Büro ist hier.
Hallo, nimmst du das mal an? Nein, das Ziel ist sicher außer Reichweite. Das steht direkt vor mir. Hallo. Die Grandin ist inhaftiert und kann befragt werden. Ich rate von übereilten Handlungen ab, da die Bewohner von Hallinswehr hitzköpfig sind und ein Blutbad niemanden nutzen würde. Und wie immer gilt, zögert nicht zu fragen, wenn ihr etwas braucht. D. Ad Nimr. Ihr wagt es, meine Sachen zu durchwühlen? Darf ich erstmal lesen? Danke. Sir Quatrius, ich habe eure Anfrage erhalten und werde sie so schnell ich kann umsetzen. Wir werden keine Ausgaben scheuen, das kann ich euch versichern. Was eure Bedenken bezüglich der Rebellen anbelangt, so habe ich eure Männer auf eine bedeutende Person hingewiesen. Ich hoffe, dass das eure Bedenken ausräumt. De Ad Nimr. Da. Was macht ihr in meinem Haus? Hat Quatrius euch geschickt? Ich habe alles getan, was er verlangt hat. Ich werde keine Erniedrigungen durch ihn mehr dulden. Eure Frau hat mich gebeten, hierher zu kommen. Sie glaubt, dass ihr es wart, der Hallinswehr verraten hat. O Kisma, ich wünschte, ich bräuchte keine solchen Geheimnisse vor ihr zu haben. Bei Maras Herz. Ich weiß nicht, wer uns verraten hat, aber ich war es nicht. Und trotzdem bin ich kaum mehr als ein speichelleckender Lakai der Kaiserlichen. Wieso? Sie haben sie. Unsere Tochter. Die Kaiserlichen haben sie entführt und halten sie als Geisel. Um ihrer Sicherheit willen erniedrige ich mich vor ihnen. Und ich würde es immer wieder tun, wenn es nur bedeutet, dass sie sie uns zurückgeben. Jetzt geht bitte. Ja, sowas ähnliches hatte ich schon vermutet. Verlass das Haus, ja. Ich habe das Mädchen gesehen. Es ist noch nicht zu spät. Das Paar ist verzweifelt, aber noch ist nicht alles verloren. Bis zum letzten Atemzug gibt es immer Hoffnung. Ich kann euch von ihrem Kind erzählen. Kommt, kommt! Wo ist sie? Dieser kaiserliche Narr Quatrius hält sich für unbesiegbar. Und in gewisser Weise ist er das auch. Wenn man die Klinge gegen ihn erheben würde, würden seine Soldaten das Kind schon allein aus reinem Trotz niedermachen. Aber es gibt andere Wege, um einen Mann einzuschüchtern. Wie? Nicht wie, sondern wo. Geht zum Pavillon im Schatten des Palasts. Ihr seid bereits gerüstet. Gerüstet mit dem Wissen, dass er ein Feigling ist. Damit müsst ihr ihn besiegen. Und wie soll mir das weiterhelfen? Gut, an den komme ich nicht vorbei. Das heißt, ich muss wieder hier rum. Und ich muss theoretisch da geradeaus. Dann schauen wir mal, ob hier nochmal so ein Fackelträger irgendwo im Weg steht. Sieht aber gerade nicht so aus. Oh, doch, da hinten ist einer. Hm. Ach, da unten. Ich will einfach nur meine Eltern wiedersehen. Fort mit euch. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Was macht ihr mit diesem Mädchen? Wir schnappen nur etwas frische Luft. Wer würde schon wollen, dass eine solch süße Blume in einem Kerker verwelkt? Und jetzt schafft euch von dannen, bevor meine Männer euch entfernen. Eure Männer werden nicht schnell genug hier sein, um euer Leben zu retten. Was? Das ist doch völliger Unfug. Ich verstehe, was ihr meint. Nun, was wollt ihr von mir? Lasst Hatzi frei. Na schön, na schön. Lauft, Mädchen, bevor ich meine Meinung ändere. Los, die Wachen werden jeden Augenblick zurückkommen. Glaubt ja nicht, dass ihr mir noch einmal drohen könnt. Papa! Na, ich hoffe mal, dass ich ihm auch nicht nochmal drohen muss. Papa! Da ist auch einer. Asi, ich bin, wo die Vögel sitzen. Komm! Ja, wenn jetzt nicht alle hier rumlaufen würden, dann könnte ich da auch hingehen.
Oder ich müsste sie tatsächlich platt machen. Dann wäre nur meine Verkleidung jetzt natürlich von Eimer. So, der ist weg. Der geht auch gerade. Sehr schön. Hier. Dies ist euer Tun? Ihr habt meine Tochter befreit? Ja. Ich bin wirklich gesegnet, dass eine Fremde mir so hilft. Ihr habt meine Familie gerettet. Noch dazu ohne jedes Versprechen einer Belohnung. Hier, nehmt diesen Schlüssel. Ihr werdet damit wesentlich mehr Gutes tun als ich. Wofür ist der? Für die Ketten der Grandin. Die Kaiserlichen zwangen mich, sie festzunehmen und zu ihnen zu bringen. Ich fürchte, sie wollen sie öffentlich hinrichten, um die Bürger einzuschüchtern. Wenn jemand sie retten kann, dann seid ihr es. Mögt ihr tausendfach gesegnet sein. Bringt den Schlüssel der Kaiserlichen zu Yara. Das ist irgendwo da unten. Jetzt kommt er natürlich auch noch zurück, das war so klar. Moment. Dann gehen wir mal hier rum. So. Da ist auch einer, aber... Oh, das ist jetzt doch ein bisschen eng hier. Da kommt der nächste. Alle sind rot. So. Moment, das war unten. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Hier rein. So. Hä? Ach so, hier. Anscheinend habt ihr in ein Wespennest gestochen. Ich hoffe, was immer ihr da getan habt, war es auch wert. Ich habe die Tochter von Hauptmann Adnimre gerettet und den Schlüssel für die Ketten der Grandin besorgt. Sie haben die Grandin? Das sind beunruhigende Neuigkeiten. Dann wart ihr ganz schön fleißig. Irgendwelche Neuigkeiten über den Verräter? Kennt ihr seine Identität? Nein, leider nicht. Da täuscht ihr euch, meine Freundin. Meister Ufa, ihr seid noch am Leben. Habe ich euch das denn nicht durch unsere Freundin hier ausrichten lassen? Aha. Ich habe mit dem Hauptmann gesprochen, nachdem ihr gegangen wart. Dank des Gefallens, den ihr ihm getan habt, ist er ausgesprochen hilfsbereit. Wir können den Verräter ergreifen. Wer seid ihr? Erkennt ihr den alten Bettler ohne seine Lumpen etwa nicht wieder? Ich bin euch schon eine ganze Weile gefolgt. Selbst meine eigenen Anhänger ahnten nicht das Geringste. Dakir und Kisma werden nie vergessen, was ihr für sie getan habt. Ja, und wir haben passgenaue Stiefel erhalten. Ihr wart eine große Stütze für unseren Widerstand. Sobald der Verräter in unserer Hand ist, haben wir alles, was wir brauchen, um die 7. Legion anzugreifen. Wie finden wir diesen Verräter also? Die Männer des Hauptmanns wissen, wie sie ihn finden können. Aber ich habe keine Ahnung, wo diese Männer sind oder ob sie überhaupt noch leben. Mit mir werden sie nicht zusammenarbeiten, aber euch könnten sie als Verbündete ansehen. Ihr müsst sie finden, bevor die Kaiserlichen es tun. Wie soll ich das anstellen? Sucht nach Aisha, Naziri und Runit. Ihre Gefahr ist unser Nutzen. Ich bin sicher, sie würden lieber mit uns als mit den Kaiserlichen zusammenarbeiten. Fragt herum und durchsucht ein paar Häuser, aber bleibt vor allem unauffällig. Ich werde sie finden. Ja, und ich würde sagen, ich bin mir nicht sicher. Entweder mache ich jetzt hier einen kleinen Cut und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Oder ich werde das Ganze jetzt dranhängen. Das Ganze hört sich so an, als ob es eigentlich fast beendet ist, aber gleichzeitig, als ob doch noch eine Menge kommen könnte. Deswegen werde ich hier vorsichtshalber einen kleinen Cut machen und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.